Was ist das, fragen Sie sich. Jetzt kommt er wieder zu uns. Er war schon zweimal da und hat unglaublich hochgestapelt, meine Damen und Herren. Er ist Stapler von Beruf. Und zwar Kunststapler. Er stapelt Sachen aufeinander, die erstmal so aussehen, als ließen sie sich gar nicht stapeln. Aber er stapelt sie, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie den größten Stapler der Welt. Hier ist Volker Paul. Herzlich willkommen. Ja, Volker Paul war schon mal hier, hat unglaubliche Sachen gestapelt. Man glaubt gar nicht, was man alles stapeln kann. Ja? Das ist wirklich auch verblüffend, jedes Mal wieder von Neuem. Wir haben ein paar Bilder, was Sie so in der letzten Zeit gestapelt haben. Sie waren im Baumarkt und haben einfach Sachen im Baumarkt aufeinander gestapelt. Wir haben das fotografiert. Richtig. Nee, das war, glaube ich, nicht im Baumarkt. Aber das haben Sie auch gestapelt. Das sieht aus, als wäre das angeklebt. Das ist nicht verklebt. Ist ein Glas und darauf steht ein Honigglas. So. Ich war beim Frühstück Sektempfang. Ja. Da ist schon mal die Idee gekommen, genau. Ja. Da haben Sie gedacht, dann stapeln wir. Einfach so, spontan. Zeig mal das nächste Bild. Das ist im Baumarkt. Da gehen Sie in den Baumarkt und stapeln einfach so Dinge aufeinander. Richtig, ja. Was man halt sieht, was ich denke, das funktioniert, wird hochgestapelt. Und egal, beim Möbelgeschäft, Gartenbetrieb, sonstige Betriebe, Lebensmittelgeschäfte. Ja. Was ist so reizvoll am Stapeln? Weil man sich selber ausgleicht, also sobald ich eine Materie ausgleiche, gleiche ich mich selber dabei aus und ernte Energie. Das ist das Tolle. Also auch eine esoterische Komponente ist dabei. Ja, kann man sagen. Aber es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es im Menschen gut tut. Ach. Ja. Also wer hat das wissenschaftlich bewiesen? Sie oder wer? Nee, die Wissenschaftler. Ah, die Wissenschaftler? Ja. Okay. Das ist richtig dokumentiert. Ja. Ja. Das ist wirklich so. Sie können jetzt, kann ich jetzt sagen, was Sie stapeln sollen oder haben Sie selber Ideen? Also wir haben ja Tiere das Thema gehabt, also das sind Hase, Igel, das kann ich zum Beispiel verwenden. Fangen Sie mal an, was haben Sie da unten noch, ein Rad, ein Wok? Das ist so ein Hammer. Wok, das ist das vom Weltmeister, Weltmeister-Wok, da kann ich gute Sachen machen, mit der Gitarre kann ich gute Sachen machen. Ja, fangen Sie mal an, hier, das Gitarre, ist keine Musik. Stapeln Sie doch mal die Gitarre. Die Gitarre. Wo stapeln Sie die jetzt hin? Auf den Reifen? Ja, auf die Felge. Ja. Die vom Heino? Oh. Nee. Oh. Vom Heino? Bitte? Also die Gitarre ist die vom Heino? Nee. Vom Schlagersänger? Diesem Heino? Nein. Nee, nicht. Die wäre ein bisschen zu wertvoll. Sollen wir Teddy noch mal als Übersetzer reinholen vielleicht? Das ist auch Schwabe, ne? So. Ja, jetzt meint man, die Gitarre, das sieht schwer aus. Sie haben da ein Gefühl für, dass Sie irgendwann wissen, da steht die Gitarre von allein und bleibt auch so stehen. Okay, bitte Millimeter nicht pusten. So. Bitte nicht pusten. Das ist so eine Art Hypnose und doch keine Hypnose. Da geht es um Millimeter. Ja. Also, das also vorher funktioniert. Wie lange kann sowas dauern, wenn Sie eine Gitarre auf den Reifen starten? Ich hoffe nicht über die Sendezeit, also das ist, ein, zwei Minuten müsste es geschehen sein. Sie spüren das jetzt, oder was? Ja. Wahnsinn. Und Sie können auch auf die Gitarre nachher noch was drauflegen, Luft, oder wird das schwer? Die Klimaanlage an, oder? Ich glaube, da ist irgendwie eine Luftströmung hier. Ja, ja, das kann natürlich sein. Ja. Besser hier? Also ich fühl's, dass es besser ist. Das muss klappen. Und vielleicht erstmal. Das war die Luft. Ja. Also man spürt tatsächlich hier den Luftzug. Ja. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich echt. Das ist eine große Kunst. Sie spüren das dann, wenn es gut ist. Ja, das. Können Sie jetzt noch oben was draufstellen oder wird es schwer? Das wird schwerer. Ja. Dann also nehmen wir was anderes vielleicht. Ja, machen Sie was anderes. So. Machen nach der Werbung. Nach der Werbung, höre ich gerade. Stapeln wir Hasen und Igel. Ja? Also bleiben Sie dran. Bis gleich. So, dann sind wir zurück. Mit Volker Paul, Stapelmeister. Die Gitarre ist gerade runtergefallen hier von dem Reifen, weil der Kamerakran hat sie abgeräumt. Das war nicht Ihre Schuld. Vielleicht ist sie gestimmt jetzt.
So. Jetzt kommt der Hase auf den Igel. Der Hase auf den Igel, genau. Ja. Das Ohr kommt jetzt da rein. Ja. Jetzt suchen Sie eine geeignete Stelle, wo das Ohr... Richtig, genau. Irgendwie in der Stachel. Ach, Sie stapeln den auch noch da oben drauf? Ja. So, oder? Ach, ja, guck mal an. Das ist ein Paar. Das ist also nicht geklebt hier. Das ist jetzt der... Das ist also ein einfach Pärchen. Nur draufgestellt. Ja. So. Das sieht immer so aus, als hätten Sie erstmal gar keinen Plan. Und dann nachher... Ja. Ne? Das ist einfach eine Frage des Probierens, oder was? Da muss ich reindenken, reinversetzen. Die Motorik spielt eine Rolle. Ja. Also die Bewegung, die Atmung. Richtig, Ausatmung ist sehr wichtig. Das ist das Entspannte des Körpers. Die Einatmung ist immer das Hektische des Körpers. Also immer... Ich habe mich eben schon mal in der Pause an den Kegeln probiert. Da ist ja so eine kleine Einhüllung drin. Ja, das ist nicht einfach, aber eben hat es geklappt. Vielleicht klappt das noch mal. Ich probiere es auch mal, ja? Guck mal, passt schon. Ja. So, und jetzt? Da kann man wahrscheinlich die Flasche oben drauf stapeln, oder? Normal habe ich das dort drauf. Mit was? Die Kegel habe ich normal auf dem Ring drauf. Die Kegel stellen Sie auf den Ring? Mit dem Hammer. Mit dem Hammer? Ja, ja. Lass es mich erst mal machen. Guck mal, ich kann auch schon mal... Reicht, das kriege ich jetzt hin, oder? Dass ich den hier oben drauf stelle, ohne dass der andere... Das ist ja schon der Test für den Workshop bei mir. Also Sie machen Workshops? Workshop, ja. Also direkt bei mir mit Zen-Garter Rad auf Zell. Das passt. Kölner Dom oben drauf? Das traue ich zu. Das trauen Sie mir zu noch? Ja, ja, ja. Ja, das ist ja auch ein bisschen einfach, weil die Dinge, diese Rundungen da irgendwie da drauf passen. Da gibt es ja noch mehr Kölner Dome. Döme. Da wird's essig. Könnten Sie das auch stapeln? Also, wenn Sie da oben dran kämen. Mit der entsprechenden Leiter schon. Ja, okay. Jetzt wird's spannend, oder? Also physikalisch müsste es funktionieren. Ja, hier da irgendwie so in den Domturm reinlegen. Richtig. Oder so. So schräg, diagonal. So? Ach nee. Ach Gott! Ist der Hase kaputt? Ich bin nicht einmal versichert. Aber Sie, oder? Dankeschön. Ich bin beim letzten Mal auch schon relativ weit gekommen, irgendwann mal mit den Steinen, aber da ist mir auch alles zusammengefallen. Jetzt brauchen wir den Hammer noch. Da fehlt mir die letzte Disziplin. Genau. So. Ach so, nee. Nee. Das aber immer ein Gag in der Hosentasche, oder? Ja, ja. Mein lieber Mann. Das mache ich ja immer am See, wenn ich im Zen-Garten trainiere, habe ich immer einen Gag auf Lager. Stehe ich selber mal auf dem Kopf. Oder jongliere mit Steine, das kann ich auch. Okay. Oder sage einen Spruch auf. Frühblüher blüht früher als Fühlbüher oder so Zeug. Bitte, ich habe Sie nicht verstanden. Also mein Spruch, Frühblüher blüht früher als Fühlbüher. So, also, so Sachen, gesehen, was? So Sachen mal, fallen mir Sie ein. Sie gucken so, regelmäßig unsere Sendung, merke ich. Das, ja. Aber erst nach meiner Arbeit. Ja. Ne, das zieht auch die Publikum an und so. So. Dankeschön. So. Muss da noch drauf. Wenn das jetzt klappt, ne, dann sind Sie für mich 250. The man who just did it. Oder 250. Oder ein dicker Lohn. So. Das ist wichtig. Ja, ja, ja. Wackelt, ne? Aber die Ausatmung. Oh, jetzt. Frühblüher, blüht früh als Frühblüher. Hier, geht das noch oben drauf?
Wenn Sie das noch oben drauf kriegen, ne, dann... Wenn das Gehalt steigt. Ja. Ich bräuchte hohe Schuhe, aber ja. Egal. Sie müssen ja eigentlich ein Frauentyp sein, oder? Klein und witzig. Das sind euch schon mal eine Frau. Also eine Frau von Sie. Also eine Frau habe ich schon mal. Oh, jetzt kommt's. Nicht zittern. Ja, das. Ja. 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 So. Ja, wir könnten noch stundenlang weiter stapeln, ja. Aber wir haben leider keine Zeit mehr. Ja, Sie haben zwischendurch zu viel gequatscht. Das ist der Grund. Ich hätte eine Terminlücke dieses Jahr. Ja, ja, da müssen wir nochmal noch Gas, Gas zu fahren beim nächsten Mal, dann müssen wir ein bisschen schneller sein. Ja? Aber vielen Dank, dass Sie da waren. Ja? Danke Volker auch. Paul, meine Damen und Herren. Danke auch. Der Stapelking, the man who just did it. Vielen Dank.